um zu schützen, was uns lieb und heilig ist. Dönerpreis bremsen. Annalena Baerbock dreht wieder komplett frei auf dem Parteitag der Grünen. Neben dem üblichen Geschwurbel von Klima etc. haut sie ein Ding raus, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Annalena Baerbock möchte sich für eine Dönerpreisbremse einsetzen, weil unsere Kinder das ja unbedingt brauchen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Politik im Fokus. Mein Name ist Philipp, los geht's. Endlich dafür zu sorgen, dass wir nicht nur sagen, wir sind ein Einwanderungsland, sondern die Gesetze in diesem Land und vor allen Dingen zur Fachkräfteanwerbung endlich zu ändern. Leute, ich habe schon gedacht, der linke Parteitag wäre ein Kasperle-Theater gewesen, aber das ist mal wirklich ein Kasperle-Theater, ich nenne es mal mit Substanz. Es ist wirklich absolut unfassbar, was Annalena Baerbock da abliefert, mit wie viel Elan und mit wie viel Feuer sie für die Deutschen das Beste möchte, unter anderem für unsere Kinder eine Dönerpreisbremse. Es ist wirklich absolut unfassbar, was die Grünen für Ideen haben. Aber Leute, ohne lang drum rumzureden, guckt's euch einfach selber an. Wir sehen uns nach dem Video wieder. Bis gleich. Denn wir sind eine Partei, die immer für Veränderungen gestanden hat. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und genau dafür machen wir Politik. Jeden Tag, in jeder Lebens- und Krisenlage. Unsere Verantwortung als progressive Partei ist jetzt vor allen Dingen, Sicherheit zu geben, um zu schützen, was uns lieb und heilig ist. Und deswegen beteiligen wir auch uns nicht daran, an zu sagen, alles war schlecht in dieser Regierungszeit. Das war kein Zufall, dass das vorher nicht angegangen wurde, weil man dafür auch die ganze Frage von Visa-Liberalisierung angehen musste und vor allen Dingen Visa-Digitalisierung. Als ich ins Auswärtige Amt gekommen bin, da konnte ich das gar nicht glauben, als ich in manchen Botschaften war. Da wurden, und das ist jetzt kein Scherz, in Wäschekörben Papieranträge durch die Gegend getragen. Dann wurde das irgendwie von Indien und andernorts hier an unsere Ausländerbehörden eingescannt, wahrscheinlich nicht mehr gefaxt, aber eingescannt. Keine Schnittstellen, keine Zusammenarbeit. Und warum hat sich da keiner herangetraut? Weil man ganz, ganz lange gebraucht hat, um sich bei der Union überhaupt einzugestehen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und weil es deswegen kein Zufall ist, dass wir auch ein ganzes Visasystem haben, was eben nicht auf Einwanderung, sondern auf Abschottung aufgebaut ist. Man kann nur im 21. Jahrhundert, wo man nicht endlich zur Erkenntnis gekommen ist, nicht nur zur Erkenntnis gekommen ist, dass wir ein Einwanderungsland sind, nicht mit einem System, was eigentlich auf das Gegenteil ausgelegt war, Fachkräfte gewinnen. Es ist ja nicht so, dass jeder auf dieser Welt sagt, nach Deutschland wollte ich schon immer mal kommen, zumal unsere Sprache nicht gerade die einfachste ist und auch nicht an jeder Schule auf dieser Welt gelehrt wird. Wir stehen im Fachkräftewettbewerb, natürlich mit Amerika, natürlich mit den englischsprachigen Ländern, aber auch mit Golfstaaten und anderen. Und deswegen sind wir auch dieses Riesenprojekt angegangen, endlich dafür zu sorgen, dass wir nicht nur sagen, wir sind ein Einwanderungsland, sondern die Gesetze in diesem Land und vor allen Dingen zur Fachkräfteanwerbung endlich zu ändern. Diese Diskussion um die Frage, können wir Ukrainer noch aufnehmen, bekommen wir eigentlich noch einen Arzttermin? Das war ja keine zufällige Diskussion. Es war der Versuch, dieses Land im sozialen Kern zu spalten. Mittlerweile gibt es Diskussionen über Dönerpreisbremsen. Warum? Weil bei unseren Kindern, die immer mal wieder einen Döner essen, weil das alle Menschen in diesem Land tun und Kinder sehr, sehr oft, die haben nicht nur mitbekommen, dass in den letzten Jahren der Dönerpreis von 4 Euro auf 7,50 Euro angestiegen ist. Das, was früher fürs Kino galt
oder für Schwimmbad, dass manche Kinder gesagt haben, wir können nicht mitkommen, wir können uns das Kino nicht leisten. Das gilt heute am Dönerstand. Und das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Dieses Gefühl, wir können unser Leben, unser ganzes Leben nicht mehr bezahlen. Das ist die Herausforderung unserer Zeit, die wir gemeinsam, und zwar nur gemeinsam, angehen können. Und Leute, habt ihr gehört, dass die Arzttermine so lange dauern und dass man keine Termine beim Arzt bekommt, hat überhaupt nichts mit der Zuwanderung, auch nichts mit den Ukrainern zu tun. Habt ihr gehört? Schreibt mal in die Kommentare, wie lange ihr wartet, um einen Arzttermin zu bekommen. Aber auf zwei, drei Sachen möchte ich gerne noch eingehen. Frau Baerbock meinte am Anfang, sie wären die Partei der Veränderung. Ja, da möchte ich euch kurz was zeigen. Diese Veränderung an der Partei finde ich zum Beispiel super, super gut. Ich habe mal geguckt, wie die Wahlergebnisse der Grünen seit 2020 gewesen sind. Seht da hier Bundestagswahlen noch mit 14,8, Europawahl 24, nur noch mit 11,9. Und in Brandenburg und in Thüringen mit unter 5% aus dem Landtag geflogen. Diese Veränderung, Frau Baerbock, finde ich erstklassig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wo ich auch mal drüber reden möchte, ist, dass wir ja das hier nur von unseren Kindern geliehen haben. So, guckt mal hier in die Statistik rein von 2020 bis 2024. Die neue Staatsverschuldung, das sind über 350 Milliarden Euro, die in den letzten 4 Jahren an Verschuldung dazugekommen sind. Und rechts seht ihr unsere Steuereinnahmen. Ja, Brustmahlzeit. Oder was ist denn mit der Sicherheit in Deutschland schaffen? Hier seht ihr eine Einblendung von den Heizkostenentwicklungen seit 2020. Allzu viel Sicherheit bringt das nicht, oder? Das macht es vor allen Dingen unsicher. Der Preisanstieg war sehr, sehr enorm und dann ist es leicht abgeflacht. Aber von Sicherheit kann man da wirklich nicht reden. Vielleicht ist es beim Strom ja besser. Nein, leider auch nicht. Gleiche Entwicklung wie bei den Heizkosten. Kann ja gar nicht sein. So viel Sicherheit geben die Grünen Deutschland. Aber made in Germany, deutsche Qualität, deutsche Handwerker, deutsche Betriebe. Wie sieht's denn da aus? Oh nein, ganz schlimm. Wie kann das nur sein? Von 2020 bis 2024 ein deutlicher Anstieg der Unternehmensinsolvenzen. Kann das vielleicht auf die höheren Strompreise und Heizkosten zurückzuführen sein? Leute, ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Naja, im Großen und Ganzen bleibt zu sagen, die ideologische Verblendung und der Weg in Richtung Untergang hat sich definitiv bei den Grünen nicht geändert. Aber Leute, es gab auch ein mega Highlight auf dem Parteitag, was Frau Roth zum Kochen gebracht hat. Das Video verlinke ich euch hinten im Abspann. Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Und ich bin fast jeden Abend ab 21 Uhr live online bei YouTube. Just Chatting. Wir behandeln aktuelle Themen und diskutieren drüber. Ich bin Philipp von Politik im Fokus. Bis dann. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.